Ein Sonderzug nach Pjöngjang wäre ihm wahrscheinlich auch zuzutrauen, um mit dem, wie Udo wohl sagen würde, Oberindianern von Nordkorea mal einen Cognac zu trinken und denen dabei beizubiegen, dass das gar nicht so dufte ist mit den bekloppten Waffen. Und das ist eigentlich das größte Phänomen bei dem Mann. Er ist 65 Jahre alt und sagt immer noch dufte. Er sieht immer noch so aus wie damals, als er auf Benzinfässern zu trommeln begann. Und er ist einer der ganz wenigen Musiker, die es geschafft haben, durch die Ausstellung ihres eigenen Lebenswerks zu stolzieren. Das Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg zeigt ab heute das Gesamtkunstwerk Udo Lindenberg und Christian Blenker hat es genossen. Ein bisschen Panik wird doch wohl auch im Museum erlaubt sein. Udo Lindenberg, jetzt offiziell im museumsreifen Alter, will die Ausstellungsstücke nicht nur zeigen, er will mit ihnen spielen. Schließlich hat mit dem Schlagzeug einmal alles angefangen. Über 40 Jahre Bühnenleben liegen nun hinter ihm. Stoff genug für eine ganze Ausstellung. Es ist aber ein sehr actionreiches, ein sehr erfülltes künstlerisches Abenteurerleben und so. Ein hohes Privileg, dass es auch machen kann. Ja. Dutzende Platten hat Lindenberg mittlerweile mit seiner Musik gefüllt. Längst haben seine Texte Kultstatus erreicht. Und doch fing auch er im Musikunterricht der Grundschule einmal recht bescheiden an. Zu sehen gibt es mehr als 400 Exponate, wie den Udonautenanzug, den er auf der Bühne getragen hat. Und natürlich darf auch sie nicht fehlen, die Gitarre, die er einst dem DDR-Staatsratsvorsitzenden Erich Honecker geschenkt hat. Dieses Schlagzeug wiederum bekam Lindenberg geschenkt, als er einmal mit Miles Davis spielen durfte. Und da hat der Trommler, sagt er so, Alter, du trommelst so geil. Ich habe von dem Ding zwei. Ich schenke dir das Schlagzeug, okay? Wenn andere Künstler längst in Rente sind, dreht Udo Lindenberg mit 65 noch einmal richtig auf. Nicht nur auf der Bühne, sondern auch auf der Leinwand. Alter steht eigentlich für Radikalität und Meisterschaft und nicht für Durchhängen und für Schlappmachen und nicht aufhören. Ne? Ja? Ich stand immer in der ersten Reihe und ich fand dich so erregend. Shadow. Und so macht Udo einfach weiter und gibt das nächste Konzert direkt auf der Museumsbühne, sozusagen als singendes Gesamtkunstwerk. Denn einen Traum hat er nach der Ausstellung noch. Ein ganzes Museum, nur für ihn allein.